Im Herzen des Ruhrgebiets, genau genommen in Bottrop-Kirchhellen, befindet sich Hollywood in Germany. Der Filmfreizeitpark, der diverse Betreiberwechsel und eine schwierige Zeit hinter sich hat, ist seit einigen Jahren stark im Aufschwung und weitaus besser als sein Ruf. Und damit moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen im Movie Park Germany. Die Geschichte beginnt 1996 auf dem ehemaligen Gelände des Bavaria Filmparks sowie Traumlandparks. Am 30. Juni eröffnet hier die Warner Bros. Movie World, gebaut nach dem Vorbild in Australien. Für viele ein Park der Kindheit, so natürlich auch bei mir. Was fand ich damals Attraktionen wie die Gremlins-Invasion, Lethal Weapon, Marvin der Marsmensch in der dritten Dimension oder Looney Tunes Adventure toll? Diese Zeit sollte jedoch relativ schnell ein Ende finden. 1999 stieß Warner all seine Freizeitparks ab und Premier Parks, später Six Flags, übernahm das Ruder. Premier Parks hatte in den USA schon Warner-Lizenzen, daher blieb hier erstmal alles beim Alten. 2004 verkaufte Six Flags dann alle europäischen Freizeitparks und Star Parks übernahm die Movie World. Ab diesem Zeitpunkt waren keine Warner-Lizenzen mehr vorhanden und alle Charaktere mussten ausgetauscht und Attraktionen rebrandet werden. So erhielten zum Beispiel Charaktere von Nickelodeon, MGM oder 20th Century Fox Einzug in den Park. Seit dem 17. Mai 2010 ist Parques Reunidos am Steuer, die zweitgrößte Parkgruppe Europas. Seitdem wird einiges investiert, nicht nur in neue Attraktionen, sondern auch ganz besonders beim jährlichen, überaus erfolgreichen Halloween Horror Festival. Klar, man kann nicht jedes Jahr etwas Großes eröffnen, aber gerade in den letzten Jahren entwickelt sich der Park sehr positiv. Beginnen wir aber einfach mal am Eingang und bewegen uns eine Runde durch den Park. Ich gehe wie immer nicht auf jede einzelne kleine Attraktion ein, versuche aber alles so gut es geht vorzustellen. Beachtet, gedreht habe ich das Video während der Halloween-Saison. Einiges sieht im Normalbetrieb natürlich anders aus, genauso gibt es mehr normales Street-Entertainment und so weiter. Habt ihr das ikonische Eingangsportal betreten, befindet ihr euch schon im ersten Themenbereich. Dem Hollywood Street Set. Dies ist die Main Street des Parks und bietet dem Namen gerecht eine schicke Straßenkulisse. Auf den Gebäuden befinden sich Lampen, viele obere Etagen sind quasi nur Wände, wie an einem richtigen Filmset eben. Das Flair eines Studios wird ganz gut aufgegriffen, besonders durch diverse Ansagen am Set oder Live-Entertainment. Zu eurer Linken findet ihr direkt die erste Attraktion, die man meiner Meinung nach nicht verpassen sollte. Area 51. Der Boots-Darkride von Intamin wurde 1996 als Bermuda-Dreieck eröffnet, ist 10 Meter hoch, bietet zwei Schussfahrten und eine ca. 7 Minuten lange Fahrt. Seit 2019 ist der Ride als Area 51 unterwegs und thematisiert damit das streng geheime Gebiet in den USA sowie Geschichten über UFOs und Außerirdische. Die Fahrt ist lang, der erste Drop ordentlich nass, es gibt viele Animatronics und diverse Effekte, sofern denn alles funktioniert. Für mich immer noch ein außerordentlich guter Dark Ride, den ich bei jedem Besuch gerne fahre. Area 51 kann schon ab 90 cm gefahren werden. Direkt nebenan befindet sich der Lost Temple, ein sogenannter Immersive Tunnel. Der Simulator ist für die gesamte Saison 2024 geschlossen und wird umfassend modernisiert und umgestaltet. Der Ride an sich war meiner Meinung nach Murks, die Warteschlange war dafür aber top. Mitten auf der Main Street befindet sich das Roxy Theater. Hier läuft aktuell Tom und Jerry 4D, ein wirklich spaßiger Film für die gesamte Familie. An der ganz schönen T-Kreuzung angekommen, müsst ihr euch für rechts oder links entscheiden. Wir gehen erstmal nach rechts und besuchen die große Stuntshow des Parks, Operation Red Carpet. Seit 2023 befindet sich hier dank dem Team von Imamotion ein komplett neues Filmset als Kulisse. Dementsprechend bietet die Show auch eine neue Storyline. Es ist Preisverleihung der Goldenen Sam Awards, doch irgendwie tritt plötzlich eine maskierte Gang auf den Plan und die Stars werden gekidnappt. Das Volko-Stunt-Team gibt sein Bestes und bietet euch coole Auto- sowie Motorrad-Stunts. Die Story ist dem Oberthema des Parks endlich angepasst, hat aber natürlich noch ziemlich cheesigen Charakter.
Die Stunts sind alle gut, wobei man halt nichts Neues sieht, wenn man die Shows von vorher kennt. Insgesamt kann man sich die Show aber definitiv angucken. Vielleicht entdeckt man ja das ein oder andere bekannte Gesicht in der Kulisse. Betreten wir nun den Bereich für die kleineren Gäste. Das größte Nick Land in Europa. Hier dreht sich alles um Charaktere wie SpongeBob Schwammkopf, die Ninja Turtles, Dora the Explorer oder Avatar. Hier befand sich damals das Looney Tunes Land. Viele der alten Attraktionen sind immer noch da, sehen halt nur anders aus oder stehen woanders. Direkt am Eingang des Bereichs steht Backyardigans Mission to Mars. Der 1996 eröffnete Junior Coaster von Vekoma ist 8,5 Meter hoch, 35 km/h schnell und 207 Meter lang. Damals stand die Bahn in einem kleinen Gebirge, das ist mit der Zeit aber komplett verschwunden und die Bahn hat neue Farbe bekommen. Geeignet ist Backyardigans ab 90 cm in Begleitung. Vorbei am Avatar Air Glider, einem kleinen Flugkarussell, geht es auch schon zur nächsten Achterbahn. Ghost Chasers. Die wilde Maus von Mugrides hat 2000 als Tom und Jerry Mouse in the House eröffnet und bietet halt das typische wilde Maus-Erlebnis. Die Bahn ist 14 Meter hoch, 45 km/h schnell und 370 Meter lang. Thematisiert ist hier bis auf eine Rückwand leider nichts. Optisch nicht gerade schön, Spaß haben Familien hier aber garantiert. Hierfür müsst ihr mindestens 1,20 Meter groß sein. Die neueste Erweiterung des Nick Lands ist die Paw Patrol Adventure Bay. Der kleine Bereich rund um die beliebten Hunde bietet drei Attraktionen. Zumas Zumos, quasi eine Mini-Whip, Skies High Flyer, einen Scheibenwischer, sowie die Adventure Tour, eine kleine Outdoor-Themenfahrt. Ein kleiner Extra-Themenbereich hier hinten ist das Hollywood Studios Set. Hier befinden sich zwei Attraktionen, darunter die nächste mit Wasser. Excalibur Secrets of the Dark Forest. Schließt euch der Tafelrunde an und rettet das Schwert Excalibur aus den Fängen dunkler Kreaturen. 1996 als unendliche Geschichte eröffnet, wurde die Attraktion 2018 umgestaltet und mit einer neuen Story ausgestattet. Die Anlage stammt vom Schweizer Unternehmen Intamin und überzeugt durch einen wirklich sehr schönen und langen Streckenverlauf, komplett eingebettet in Kulissen mit vielen verschiedenen Figuren. Der Nässegrad hält sich im Normalfall in Grenzen, kann ab und zu aber mal etwas mehr sein. Seit der Umgestaltung ist das wieder rundum eine durchaus gute Sache. Einsteigen darf man hier ab 1,10 Meter. Direkt nebenan befindet sich mit der Movie Park Studio Tour meiner Meinung nach das Aushängeschild des Parks. Hierbei handelt es sich um einen Themenfahrt-Achterbahn-Mix mit richtig toller, detailreicher Thematisierung, einem wundervollen Soundtrack und schönen Easter Eggs für Leute, die den Park schon länger kennen. Ihr besucht die Movie Park Studios und geht zusammen mit Andy und Sam auf Tour zu drei verschiedenen Filmsets von Steven Spielberg. Die Achterbahn von Intamin ist 12 Meter hoch, 60 km/h schnell, 532 Meter lang, bietet Onboard-Sound, diverse Special Effects, Reibradabschüsse sowie einen Rückwärtspart. Klar, es ist nicht die spektakulärste Achterbahn, daher auch ab 1,10 Meter geeignet, aber ich finde das Gesamtpaket weiterhin unfassbar toll. Die Storyline und Thematisierung passen super zum Park, die Charaktere sind schrullig, der Soundtrack ist wundervoll. Das ist einfach eine tolle Attraktion. Wie habe ich es bei der Eröffnung 2021 gesagt? Hier hat der Movie Park sich selbst ein Denkmal gebaut. Vorbei an SpongeBob's Splash Bash, einem Splash Battle von Preston und Barbieri mit eher mäßiger Optik, geht es zur letzten Achterbahn des Nicklands. Jimmy Neutron's Atomic Flyer ist ein 2007 eröffneter Suspended Family Coaster von Vekoma. Ihr hängt hier unter der Schiene und absolviert die 13 Meter hohe und 295 Meter lange Strecke mit ca. 45 km/h. Geeignet ist die Hängeachterbahn ab einer Größe von 95 cm. Die letzten zwei Fahrgeschäfte des Bereichs sind einmal Fairy World Spin, ein Teetassenkarussell zu Cosmo und Wanda, sowie Dora's Big River Adventure, ein ziemlich nasser Lockflum zur kleinen Entdeckerin. Damit haben wir das Nickland abgeschlossen und bewegen uns wieder zur T-Kreuzung. Hier gehen wir nun einfach geradeaus und kommen auf die Streets of New York, dem nächsten Themenbereich. Neben einem großen Plaza, auf dem regelmäßig Shows stattfinden, gibt es hier drei Fahrattraktionen.
Nummer 1 hört seit 2004 auf den Namen Time Riders und war vorher das Batman Adventure. Hier geht ihr mit Hilfe von John Cleese auf Zeitreise. Der Film ist mittlerweile natürlich ziemlich angestaubt, nicht aber der Simulator an sich. Die Bewegungen sind mega knackig und es rüttelt einen ordentlich durch. Macht immer wieder Laune und könnte gern mal ein Upgrade erhalten. Zum 15. Geburtstag des Parks 2011 wurde eine besondere Achterbahn eröffnet. Van Helsing's Factory. Begleitet den bekannten Vampirjäger bei seiner Jagd und stellt euch den dunklen Kreaturen. Im Herzen des Bereichs, in der ehemaligen Halle der Gremlins-Invasion, befindet sich eine Indoor-Achterbahn vom Hersteller Gerstlauer. Der Bobsled-Coaster ist zwar nur 8 Meter hoch und 36 km/h schnell, bietet auf der 400 Meter langen Strecke jedoch zwei Lifthills und ziemlich rasante Mauskurven. Das Ganze ist dann noch nett kombiniert mit Thematisierung. Wenn hier alles funktioniert, ist das ein wirklich schmucker kleiner Coaster, der Spaß macht. Leider ist die Wartezeit hier oft sehr hoch, dank der schlechten Kapazität. Geeignet ist die Achterbahn ab 1,20 Meter. Vorausgesetzt, ihr seid mutig genug. Die letzte Attraktion des Bereichs ist der New York City Transformer, der 1999 als Riddler's Revenge eröffnet hat. Der Topspin von Huss ist optisch eigentlich ziemlich schick, bietet aber mit das langweiligste Fahrprogramm, das ich kenne. Außerdem muss man Glück haben, dass die Kiste überhaupt fährt. Ziemlich schade eigentlich. Der kleinste Themenbereich des Parks befindet sich links hinter Van Helsing's Factory und hört auf den Namen Federation Plaza. Trekkies dürften hier schon hellhörig geworden sein. Hier geht's natürlich um Star Trek. Die 2017 eröffnete Achterbahn hört auf den Namen Star Trek Operation Enterprise. Ihr werdet auf eine Rettungsmission geschickt, um die Crew der Enterprise zu evakuieren. Die Warteschlange beinhaltet ein paar Kostüme, einen Borg-Kubus sowie eine Nachbildung der Enterprise. In der Pre-Show, die sich auf der ziemlich schicken Brücke befindet, erfahrt ihr alles zu eurem Auftrag. Habt ihr es weiter geschafft, nehmt ihr Platz in einem Multi-Launch-Coaster der Firma Mack Rides. Mittels Transfergleis werdet ihr auf den Abschuss geschoben und erlebt dann den Triple Launch. Dieser ist an sich nicht so spektakulär, wäre da nicht die Twisted Spike beim Rückwärtsfahren. Gerade ganz hinten macht die nämlich richtig Laune. Das restliche Layout enthält ein paar Airtime-Momente und drei Überschläge. Die Bahn ist insgesamt 40 Meter hoch, 90 km/h schnell und 720 Meter lang. Ich persönlich finde Star Trek ganz nett, mehr aber auch nicht. Die Spike ist toll, die Überschläge machen Spaß, aber so ein richtiger Flow will bei dem Layout nicht aufkommen. Auf Weltraummissionen gehen könnt ihr ab 1,30 Meter. Der wohl traurigste Bereich des Parks ist mit Abstand der Santa Monica Pier, der 2007 auf der ehemaligen Fläche von Cop Car Chase entstand. Optisch ist der Bereich einfach nicht schön und versprüht nicht wirklich das Flair der Westküste. An nennenswerten Attraktionen befinden sich hier nur drei. Das Kettenkarussell Pierside Carousel, das kleine Riesenrad Santa Monica Wheel sowie der Zamperla Disco Coaster Crazy Surfer. Allesamt sehen eher mäßig aus, besonders wenn man den Disco Coaster mit denen aus anderen Parks vergleicht. Gehen wir schnell weiter in den letzten Bereich des Parks, The Old West. Habt ihr die schicke Westernstadt beim New York City Transformer betreten, steht ihr direkt vor der höchsten Attraktion des Movieparks, dem Highfall. Der 2002 eröffnete Freefall Tower von Intamin ist 61 Meter hoch und bietet eine ganz besondere Sitzposition. Eure Beine baumeln frei in der Luft und die Sitze können sich um 15 Grad nach vorne neigen. Die Funktion ist aber leider schon einige Zeit nicht mehr verfügbar. Für mich gehört der Highfall immer noch zu den intensivsten und krassesten Freefall-Towern, die ich kenne. Das Gefühl beim Fallen ist einfach nur richtig, richtig geil. Da steige ich auch gern mehrmals ein. Ungemütlich finde ich die Sitze auch nicht, man muss nur wissen, wie man sich richtig positioniert. Mitfahren dürft ihr hier ab 1,45 Meter. Die wohl bekannteste Achterbahn des Parks dürfte die Holzachterbahn Bandit sein.
Die 1999 als Wild Wild West eröffnete Anlage war die erste moderne Holzachterbahn Deutschlands und fuhr anfangs mit Zügen von Intamin, die später durch welche von Premier Rides ersetzt wurden. Die Bahn der Roller Coaster Corporation of America ist 27,8 Meter hoch, 80 km/h schnell und 1099 Meter lang. Das Layout ist eine moderne Version des Coney Island Cyclones. Bandit ist berüchtigt für seine Fahreigenschaften, gerade auf den Achsen. In der ersten und letzten Reihe wisst ihr nach der Fahrt auf jeden Fall, was ihr getan habt. Ja, Bandit ist rough wie Sau. Spaß hat man hier mit Freunden aber trotzdem irgendwie immer. Das Layout gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, aber das ist in Ordnung. Die Treppe runterrutschen dürft ihr übrigens ab 1,20 Meter. Ein weiterer Thrill-Ride hört auf den Namen Sidekick und ist eine Huss Frisbee. Das 1999 eröffnete Fahrgeschäft ist 19 Meter hoch, schwingt bis zu 90 Grad aus und dreht sich dabei noch um die eigene Achse. Ziemlich intensiv und spaßig. Optisch okay, geeignet für Personen ab ebenfalls 1,45 Meter. Die letzte Attraktion und die letzte Achterbahn des Parks hört auf den Namen Ironclaw, der mittlerweile vierte bzw. fünfte Name in der Geschichte der Bahn. Der 2001 als Eraser eröffnete Vekoma SLC wurde mittlerweile auch etwas dem Western-Bereich angepasst und hat ein Eingangsportal sowie ein bisschen Gestaltung bekommen. Die Bahn ist 33,3 Meter hoch, 80 km/h schnell, 689 Meter lang. Das kompakte und intensive Layout bietet insgesamt 5 Überschläge. Die Bahn ist nicht die sanfteste, aber auch bei weitem nicht die schlimmste der Kategorie SLC. Ich persönlich bin immer noch Fan des Layouts und würde das gerne mal in modern sehen. Einsteigen dürft ihr hier ab 1,30 Meter. Damit haben wir dann auch unsere Parkrunde beendet. Was bleibt einem am Ende zu sagen? Der Park hat seine Licht- und Schattenseiten. Das Portfolio bietet für jeden etwas, gerade für die Kids mit dem riesigen Nickland. Die Shows sind ganz nett, die Thematisierung ist weitestgehend zumindest ordentlich und man kann hier gut einen Tag verbringen. Highlights sind für mich ganz klar die Studio-Tour, der Highfall sowie die zwei Wasserattraktionen Area 51 und Excalibur. Erwähnen muss man natürlich noch die beiden erstklassigen Events Halloween Horror Festival oder Hollywood Christmas. Die kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Ansonsten bin ich jetzt am Ende angekommen. Ich wünsche euch viel Spaß auf den Achterbahnen und in den Freizeitparks dieser Welt. Bis dann!